Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Witcher 3. Ups, da sind ganz schön viel ertrunken, ne? Wir werden jetzt zum Holzfällerlager herübergehen. Die sollen ja irgendwie nicht mehr da sein, weil die von anderen vertrieben wurden. Dann können wir mal kurz gucken, was es damit damit auf sich hat. Und gucken. Okay. Ja, dann mische ich mich gleich an. Ich will eigentlich erstmal mich kurz an eine Feuerstelle setzen. Und vielleicht ein paar Tränke brauen, weil mit Half-Life jetzt da irgendwie reingehen. Oder vielleicht auch noch weniger. Ich frage denn halt, ohne Trank ist Schwachsinn. Da ist noch Holztruhe, okay. So. Tränke brauen. So, da haben wir erstmal wieder davon ein bisschen was. Und was war jetzt für Regeneration, Ausdauerregeneration, Schwalbe? Siehst du? Mixtur, da fehlt mir wieder was zu. Na okay, aber jetzt habe ich wenigstens ein paar. Gut. Ja, schwarzer Bildschirm, Fragezeichen. Gut. Aber wir hätten gleich noch Talente verteilen können. Naja, muss das halt auch noch wieder ein bisschen dauern, aber ist jetzt auch kein Beinbruch eigentlich. Feuerstelle, Fragezeichen. Kann ich hier dran was machen? Ach, du greifst mich sogar so an. Da kann ich nicht mal mich mit irgendwie einer Option. Verpisst euch mal. Nein, das war jetzt super bitter. So, wir warten einfach wieder kurz, bis meine Ausdauer voll ist. Dann können wir jetzt zumindest mal einen Kopf ziehen. Oh. Ach, ihr seid von der Salamandra? Okay, gut, denn das ist natürlich irrelevant. Achso, ich bin zu lang. So, hauen wir den mal aus den Latschen. Mach mal noch dran. Sehr schön. Der fit auch im Kopf. Okay, die Kombo machen wir jetzt noch in dem Geschicklichkeitsmodus zu Ende. Weil die Hilfe des Aufsehers, der wirkt so so bösartig. Der läuft von mir hin und her. Ach, verdammt. Oh. Gut, alles klar. Er fällt dann einfach einmal in sich zusammen und fertig ist. Den Göttern sei Dank. Ihr seid frei. Wir möchten euch gern belohnen. Was treiben die Salamandra denn im Sumpf? Ihr Stützpunkt liegt im ehemaligen Lager der Anderlinge. Ihr bräuchtet eine Armee, um sie zu vertreiben. Mach ich alleine. Danke. Ich werd's mir merken. Die Flaschen, als ob die was könnten. Überreste. Kann ich die nicht gleich zu mir nehmen? Das wäre eigentlich ganz cool. Warte mal, wir essen mal den Fisch. Ach kacke, ich habe ja volle Leben. So, nehmen wir die Bienenwabe mit. Eine leichte Keule. Ups. Habe ich ihn noch mehr umgehauen? Büschelkraut können wir auch mal mitnehmen. Da sind irgendwelche Zutaten drin, die können wir noch gebrauchen. Krähenauge. Überreste. Und der Rest. Ja, mein Gott. Hm.
Gut. Hier sind auch noch Überreste. Was ist das? Der Obst. Gut. Gut, dann haben wir die befreit. Können wir noch irgendwas sagen? Nee, war okay, er läuft ja sogar einfach zurück. Ja, nee, na dann weiter. Dann gucken wir uns hier noch weiter um. Gucken, wie was jetzt hier mit den Droiden los ist. Und auch mit den Typen, die davor standen. Also klar, die haben ja gegen die Anderlinge gekämpft, aber trotzdem kann ja sein, dass hier noch ein Leichnam. War das schon Feuer hier? Ich kann nichts aufnehmen. Sieht aber nicht so aus wie eine Wache. Da ist generell nichts los. Okay. Ja, na dann halt zu den Ruinen. Mal gucken, ob die mir jetzt einen Trank geben können, damit ich den Werwolf wieder zurückverwandeln kann. Oder was die dazu generell sagen. Generell auch, was jetzt hier bei der Schlacht los war oder wie die sich jetzt hier... Was bei denen so los war in der Zeit. Gwynblade. Was macht ihr hier? Warum seid ihr nicht bei euren Elfen? Der Hain der Droiden ist eine Zuflucht, wo ich in Ruhe nachdenken und planen kann. Ginge ich nach Vizima, wäre das ein unnötiges Risiko. Der Teil der Einheit innerhalb der Stadtmauern hat schon viel erreicht. Okay. Na, das brauchen wir eigentlich nicht fragen. Das mit der Arbeit habe ich jetzt eigentlich gar nicht so Bock drauf. Aber ich habe gedacht, hier kommt uns noch irgendwas bei raus. Gwynblade. Lebt wohl. Sollte ich nicht zu den Druiden gehen und denen einen Trank abkaufen? Hallo? Willkommen. Seid gegrüßt. Spielen mir meine Augen einen Streich? Seid ihr Geralt, der berühmte weiße Wolf? Der bin ich. Woher kennt ihr meinen Namen? Unser Freund Maussack hat mir von euch erzählt. Ich habe mein Gedächtnis verloren und erinnere mich nicht an Maussack. Ein Jammer. Womöglich kann ich helfen, wenn ihr ein paar Jahre bleibt. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Ja, läuft einer einfach Wolf? Durchs Bild. Ich komme wegen einer Frau, deren Liebster sich nachts in einen Werwolf verwandelt. Sie sucht nach einem Heilmittel. Ihr seid ein Hexer. Ihr müsstet doch wissen, wie man Lykanthropie behandelt. Einst mag ich es gewusst haben, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kenne mehrere Heilmittel für Lykanthropie, aber ich habe noch nie selbst eines ausprobiert. Und ein magisches Heilmittel? Ein Elixier? Ich weiß nicht, wie man ein solches zubereitet. Ihr solltet einen erfahrenen Alchemisten fragen. Aber ich habe gehört, dass ein Hemd aus Hundspetersilie helfen kann. Wirklich? Ja. Sammelt 5 Blätter Hundspetersilie und sagt dem Weib, sie soll ein Hemd daraus weben. Und dann soll ihr Liebster darin schlafen. Danke für den Rat. Es gäbe da ein volkstümliches Heilmittel. Es ist mir etwas peinlich, aber man sagt, dass wahre, bedingungslose Liebe Bestien in Menschen verwandelt. Auch daran werde ich denken. Vergesst nicht, Lykanthropie ist eine Krankheit, die immer schlimmer wird. Bevor ihr den Fluch aufhebt, müsst ihr euch vergewissern, dass der Werwolf im Herzen noch ein Mensch ist. Warum? Wenn nicht, tötet er auch nach der Heilung weiter und bleibt nichts mehr als ein Ungeheuer. Verstehe. Ich werde versuchen, die Identität des Werwolfs herauszufinden. Ja, weißer Wolf? Wir haben gemeinsame Freunde? Könnte man sagen. Maussack, mein alter Partner beim Pokerspiel, hat euch erwähnt.
Hauptsache, unsere alles letzte Begegnung ist lange her. Ich spiele. Also könnten wir irgendwann mal ein Spielchen machen. Kommt wieder, wenn ihr etwas geübt habt. Dann können wir richtig pokern. Alles klar. Hast du nicht irgendwas? Ja, weißer Wolf. Was denkt ihr über die Skoyatel? Politische Konflikte interessieren mich nicht. Die Druiden überdauern, weil wir nichts besitzen, das Könige begehren. Und die wiederum wissen, dass wir keine Bedrohung ihrer Macht darstellen. Ihnen könnte missfallen, dass ihr den Eichhörnchen Unterschlupf gewährt. Wir helfen allen Bedürftigen, solange sie unsere Bräuche achten. Die Elfen respektieren und verstehen die Natur. Und die Menschen tun das nicht? Leider nicht alle. Flüsse in Stadtnähe werden von Abwässern verseucht. Einst große Wälder werden gnadenlos gefällt. Tiere, von denen es einst nur so wimmelte, sind fast ausgestorben. Verstehe. Ja, weißer Wolf? Lebt wohl. So, okay. Petersilie, also Hund Petersilie. Mal gucken, wo ich hierher bekomme. Lel, okay. So, und dann machen wir uns jetzt. Ich bin zu schnell. Zu schnell? Und das im langsam starken Modus. Tut mir leid, Hundi. So. Ja, das war nicht beabsichtigt, aber wenn wir jetzt sowieso quer durchgehen, kann sein, dass wir noch 5 Leute sowieso angreifen müssen. Ups. So. Ertrunkene Tote. Ja, ihr müsst schon mitkommen. Sonst bleibe ich nicht stehen. Was? Gehilfe des... Oh, da sind noch ein paar. Weg mit dir. So, Nummer 1. Jetzt machen wir dich platt. Und dann gehen wir mal zu den Ziegeltypen. Ziegeln! So. Jo, so viel zur Vorbereitung. Deine Aufnahme. Oh, im vierten Kopf. Tut mir leid. So. Ja, wage ich. Oh, wenn jetzt ein bisschen schneller wärst, dann hätte ich den anderen auch killen können. Ach, Geralt. Wie er flüchten will. Habe ich ihm die Waffe aus der Hand geschlagen? Deswegen kämpft er nicht mehr? Sehe ich das richtig? Läuft durch so. Genau zur rechten Zeit. Geht nach Hause. Möget ihr nie von einer Dürre geplagt werden. Was wisst ihr über die Salamandra? Sie haben uns gezwungen, Kräuter zu sammeln, um Fistech herzustellen. Eine Gruppe versteckt sich in der Höhle beim alten Holzschlaggebiet.
Die Salamandra haben ihre Finger im Drogenhandel? Danke. Geht jetzt nach Hause. Okay. Können erstmal wieder was mampfen. Und muss ich noch was zum Trinken oder Essen? Hatte ich nicht das Fleisch vom Wolf aufgenommen? Bestienleber, ach so. Das hatte ich aufgenommen. Komm, schnaggeln wir noch ein bisschen was. Leichte Keule. So. Überreste. Noch ein bisschen was zum Looten. Was ist das? Beerenfett. Blaubeere. War ich schon vorher diese Truhe? Ja. So, wo sind jetzt die... Da hinten waren die Ziegelbrenner. Die rennen jetzt weg. Ach so, ich soll die zu Hause nehmen. In ihrem Dorf mit den Quatschen. Ja, easy. Und auf dem Rückweg zum Dorf können wir auch noch mal in die Höhle und da alle wegnieten. Mal wieder ein bisschen mehr Action. Ah, Hilfe! Scheiße, renn. Oje, ich muss erstmal eine Weile ran. Shit. Alles klar. Gut, ich glaube, wir müssen einen Trank einwerfen. Ja, noch mehr. Geht klar. Alles klar. Ups, ein bisschen früh. Macht ziemlich viel Schaden. Kommt das daher, dass ich den falschen Stil drin habe? Und allein wenn ich bei dem hässlichen Penner daneben kriege, schon übelsten Schaden. Flammen werfen wir. Das hat irgendwie nicht so viel gebracht. Ich habe ein bisschen mehr erhofft. Kunstpetersilie. Büschelkraut. Sollten die davor sein oder da drin im Turm? Das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. LOL! Kalkstein ist hier! Seid gegrüßt! Wie gegrüßt! Was macht ihr denn in diesem Turm? Endlich! Ich habe so lange gewartet! Kalkstein... Die größte Entdeckung meines Lebens. Ihr habt eure Belohnung voll und ganz verdient. Was? 1000 Orens Turm-Tarot-Karte. Teleporter im Sumpf. Lol. Okay, gut. Ich würde sagen... Draußen räumen wir dann in der nächsten Folge von The Witcher auf und ich würde sagen, wir sehen uns dann und haut raus, bis dann, tschüss.